Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mal wieder mit einem Tag, und zwar The Most Tag. Und ich habe den bei Book of My Life gesehen und habe gedacht, ich mache den auch einfach mal. Und fange auch mal direkt an. Dein größtes Buch. Da habe ich mir jetzt einfach ein Hardcover ausgesucht, weil größere Bücher habe ich gar nicht. Und da kann man dann ja einen X-Beliebiges nehmen. Und ich habe mich jetzt von Antonia Michaelis für das Institut der letzten Wünsche entschieden. Es hat mir sehr gut gefallen. Das hatte 4,5 Sterne von mir bekommen. Da geht es ja halt um ein Institut, die letzte Wünsche für Todeskandidaten erfüllen. Das fand ich sehr warmherzig geschrieben. Hat mir gut gefallen. Dann dein kleinstes Buch. Das ist eines der ältesten Bücher, was ich habe. Und zwar von Nicholas Sparks, Das Lächeln der Sterne. Da fand ich den Film damals auch so toll. Und habe mir deshalb die Filmausgabe als Buch geholt. Und ja, ist auch sehr dünn. Es hat nur 235 Seiten ohne Danksagung. Ja, das ist mein kleinstes Buch. Dann dein dickstes Buch. Ja, das war ganz einfach. Das ist der dritte Teil der After-Reihe. After Love. Das hat nämlich irgendwie knapp 1000 Seiten, 942, und das ist mit Abstand mein dickstes Buch. Dann dein dünnstes Buch. Da habe ich mir rausgesucht, ist ein Winterbuch, Weihnachtsbuch von Greg Kinkaid, Ein Hund zu Weihnachten. Das hat 187 Seiten. Das ist mein dünnstes Buch. Dann ist eigentlich eine Kategorie dein teuerstes Buch. Da kann ich jetzt gar nichts zeigen, weil ich meine Bücher entweder immer ertausche oder ersteigere. Also ich kaufe mir so teure, also Hardcover halt nie neu. Hardcover versuche ich mir immer irgendwie anders zu besorgen. Und das sind ja nun mal die teuersten Bücher. Und solche Sonderbände wie Harry Potter oder sowas habe ich ja nicht. Deswegen konnte ich hier jetzt gar nichts raussuchen. Dann kommt dein ältestes Buch. Das ist von Laura Prodi. Ich denke mal, dass das so ausgesprochen wird. Ich weiß, du bist hier. Das habe ich damals mal von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Das ist aber schon ein bisschen her, 2009. Und ich sammle ja Bücher erst wieder seit einem Jahr, weil ich vorher nur noch E-Books gelesen habe. Deswegen ist das mein ältestes Buch. Dann dein neuestes Buch. Das habe ich mir gerade ersteigert und das ist seit langem mal wieder ein positives Erlebnis bei eBay. Das ist wirklich in einem super Zustand. Samariter von Liliane Hoffmann oder Hoffmann. Das wollte ich unbedingt lesen. Ich habe damals die Leseprobe bei dieser Weltbild-Testleseaktion gelesen. Und da war ich so gefesselt, dass ich es unbedingt lesen möchte. Kostet ja ursprünglich 19,90. Ich habe es jetzt für 12 Euro inklusive Versand. Und dies ist wirklich nur einmal gelesen. Das ist in einem sehr guten Zustand. Das ist mein neuestes Buch. Welches Buch wünschst du dir am meisten? Da würde ich jetzt einfach mal sagen, eins, was diesen Monat erscheint, das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek. Dein spannendstes Buch. Also das Buch, was mich bis jetzt so am fassungslosesten zurücklassen konnte, war Das Dorf von Arno Strobel. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Habe ich ja schon mal gesagt, da saß ich wirklich noch eine Viertelstunde nach dem Lesen auf dem Sofa, also nach dem Auslesen. Und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, deswegen habe ich das jetzt rausgesucht. Dein emotionalstes Buch. Ja, da gibt es einige. Eigentlich könnte da auch das Buch zu zählen, was jetzt mein liebstes Buch geworden ist. Ich habe jetzt für mein emotionalstes Buch genommen von Kay Hancock, Tanz auf Glas. Das fand ich auch sehr emotional. Und hier geht es ja um Lucy und Mickey, die eigentlich ja nicht
sich nicht lieben dürften, sozusagen. Er hat eine ganz starke psychische Erkrankung und sie hat schon mehrmals Krebs gehabt. Und was sie sich zu Anfang der Beziehung schwören, wir können niemals ein Kind haben. Und dann passiert das Unglaubliche, Lucy wird schwanger. Und ja, das ist einfach ein Hammerbuch, 5 Sterne auf jeden Fall. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist super. Also das ist wirklich emotional. Dann dein liebstes Buch. Da habe ich mir ausgesucht, mein bisheriges Jahreshighlight, Über uns der Himmel von Christine Hamel. Das war für mich ein absolutes Überraschungserfolgsbuch. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ich war sogar ziemlich skeptisch, weil es hier auch um das World Trade Center Attentat geht. Aber das Buch hat mich wirklich umgehauen. Es war das erste Buch, was ich 2 Tage zur Seite gelegt habe, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende geht. Also auch ein 5-Sterne-Buch kann ich nur empfehlen. Dann das letzte schon, dein schönstes Buch von der Gestaltung her. Ja, da gibt es mehrere Hardcover. Ich habe mich jetzt aber für dieses entschieden. Von Anna Roma, Das Rosenholzzimmer. War nämlich auch ein Buch, was mich auch vom Inhalt her begeistern konnte. War auch ein 5-Sterne-Buch. Eigentlich sind hier jetzt ganz viele Leser-Highlights 2015 von mir dabei. Ja, das fand ich wirklich toll von der Geschichte und halt von der Gestaltung. Das ist halt eine Familiengeschichte, die in Australien spielt. Also wirklich empfehlenswert. Und das habe ich dafür ausgesucht. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. Taggen würde ich jetzt auch mal keinen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, ausnahmsweise. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen und ich schreibe euch die Bücher, wenn ich es nachher schaffe, noch in die Infobox und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!